Hallo und willkommen zu unserer Sendung Update Wirtschaft hier auf dem Parkett in der Frankfurter Börse. Die Lieferdienste Volt, Lieferando und Deliveroo Hero sind ja eigentlich dafür bekannt, das Essen vom Restaurant zu uns nach Hause zu bringen. Meistens mit dem Rad oder dem E-Bike. Seit einiger Zeit liefern sie aber nicht mehr nur Essen aus, sondern immer häufiger auch andere Produkte. Zum Beispiel Handyladekabel, Zahnbürsten oder andere Drogerieprodukte. Meistens sind das zwar noch Pilotprojekte, aber wie kommt das eigentlich bei den Nutzern an? Ist das Geschäftsmodell zukunftsfähig? Das bespreche ich jetzt mit dem Handelsexperten Professor Funder. Hallo, Herr Funder. Guten Morgen. Ja, ich habe es gerade schon erzählt. Die Lieferdienste sind ja eigentlich dafür bekannt, das Essen an die Haustür zu bringen. Jetzt zunehmend auch andere Produkte. Warum machen die Lieferdienste das? Was versprechen sie sich dadurch? Tatsächlich gibt es eine Reihe an Themen, was man sich davon verspricht. Einerseits sicherlich mehr Kunden anzusprechen und letztendlich auch ein bisschen antizyklisch zu agieren. Gegessen wird typischerweise morgens, mittags, abends und in den Zwischenräumen eher weniger. Aber die Nachfrage nach Produkten, also nach physischen Produkten, auch einem Handyladekabel oder einer Zahnbürste, wie Sie eben erwähnten, die ist ganztägig da und insbesondere auch in den Abendstunden, wenn vielleicht sozusagen der Kunde gar nicht mehr das Haus verlassen will. Zielsetzung ist also, einen größeren Teil des deutschen Marktes abzugreifen. Ja, und wie funktioniert denn dieses neue Liefermodell dann jetzt ganz konkret? Arbeiten die Lieferdienste mit Drogeriemärkten zusammen? Es gibt im Prinzip zwei Geschäftsmodelle. Es gibt einerseits die Geschäftsmodelle von Gorillas, Flink und diesen eigenen Lieferdiensten oder Volt, die eigene Distributionscenter in den Innenstädten betreiben, dort ein eingeschränktes Sortiment bevorraten und dann sehr schnell ausliefern wollen. Gorillas beispielsweise hat das auch sehr stark geprägt mit dem Thema, innerhalb von 10 Minuten die Lieferung in einem beschränkten Gebiet auch ausliefern zu können. Jetzt die klassischen Essenslieferdienste, über die wir gerade sprechen, wie Lieferando oder Delivery Hero, kooperieren sehr häufig oder fast ausschließlich mit Händlern in aktuell noch Pilotprojekten. Spar beispielsweise oder auch der Deutschen Bahn, die ja auch Lieferrestaurants drin haben, bis hin eben auch Teegut in Darmstadt und anderen. Da kooperiert man, um selbst das Lager nicht halten zu müssen, und man bietet lediglich die logistische Dienstleistung des Auslieferns an. Kann man denn schon sagen, wie das bei den Nutzern der App ankommt? Bisher sind es ja eben nur Pilotprojekte. Es ist schwierig, daraus aus den Pilotprojekten aus einzelnen Städten, die jetzt auch noch nicht allzu lange laufen, einen Rückschluss zu ziehen, zumal das Unternehmen das auch noch gar nicht kommuniziert hat, wie gut das ankommt. Man möchte das gerne ausweiten, also von daher kann man davon ausgehen, dass es angenommen wird. Und wir kennen das von diesen Quick-Commerce-Dienstleistern wie Flink, Gorillas oder Volt, dass der Konsument das durchaus annimmt. Die Frage ist die Profitabilität dieses Modells und ob sich damit tatsächlich langfristig auch operative Gewinne erzielen lassen. Und was wird sich denn jetzt für den Nutzer dieser App ändern? Werden die Liefergebühren möglicherweise steigen? Aktuell glaubt man nicht, dass die Liefergebühren erstmal steigen, weil man viele Nutzer auf die App ziehen will. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Rat Race, wo man sagt, also man möchte um jeden Preis wachsen und erst, wenn man sozusagen den Markt für sich gewonnen hat, dann profitabel zu werden. Das sehen wir aktuell eben auch. Aus diesem Grunde kann man fast nicht davon ausgehen, dass jetzt die Liefergebühren steigen werden. Man hatte das im Essenslieferdienst 1999, als Lieferando der Delivery Hero oder Lieferheld in Deutschland übernommen hatte und damit eigentlich der einzige Anbieter von Essenslieferdiensten in Deutschland war, dass dort eben diese Gebühren auch steigen. Das sind sie zum damaligen Zeitpunkt auch nicht. Ja, die Lieferdienste haben sehr stark damals von der Pandemie profitiert. Klar, die Menschen sind nicht essen gegangen, sie haben das Essen nach Hause liefern lassen. Jetzt, wo das Leben wieder uneingeschränkt stattfindet, wie wichtig sind denn diese Lieferdienste dann überhaupt noch? Tatsächlich sind diese Lieferdienste eigentlich nur von Bedeutung in den Ballungszentren, wo sie eine gewisse Bequemlichkeit
Sicherheit für den Kunden anbieten, eben nicht nochmals das Haus verlassen zu müssen. Und aus diesem Grund heraus werden sie kein flächendeckendes Thema für Deutschland werden, sondern immer sich auf Ballungsgebiete konzentrieren. Sie sprechen auch eine gewisse Kundschaft an, vorwiegend jüngere oder immobile Kunden. Im Moment tatsächlich eher jüngere aufgrund der Erbnutzung oder alleinstehende Menschen im Ein-Personen-Haushalten. Das ist die Zielgruppe aktuell und man würde es gerne ausweiten. Tatsächlich muss man sehen, inwiefern diese Angebote dauerhaft erhalten bleiben, weil, und das ist auch wichtig zu verstehen, dass Unternehmen beispielsweise wie die Just Eat Away nachhaltige Verluste generieren und bereits 75% ihres Aktienwertes eingebüßt haben. Nachhaltige Verluste, dann schauen wir mal auf Deliveroo Hero. Die haben heute Zahlen vorgelegt. Damals während der Pandemie stand der Aktienkurs bei 130 Euro, heute noch bei rund 35 Euro. Wie steht es denn um den Konzern? Deliveroo Hero ist ein deutsches Unternehmen, interessanterweise, was sich gar nicht auf den deutschen Markt fokussiert, sondern insbesondere Lateinamerika und den asiatischen Markt bedient und dort auch stark wachsen will. Man hatte hier mit Lieferheld eine Marke, die man 99 an Lieferando verkauft hatte und sich aus dem deutschen Markt komplett zurückzog. Mit der Pandemie wollte man mit Food Panda, insbesondere in Berlin, wieder um Fuß fassen, ist allerdings bereits wieder aus dem Markt ausgeschieden. Also man muss tatsächlich sagen, diese Modelle sind kritisch zu beäugen und sind auch hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit äußerst kritisch zu beäugen. Weil das Gleiche gilt eben auch für ein anderes Unternehmen, Lieferando mit den USA, wo man sich zurückgezogen hat. Also das bleibt spannend, inwiefern es gelingt, insbesondere einem deutschen Unternehmen in Lateinamerika und Asien so Fuß zu fassen, dass man nachhaltig Gewinne erwirtschaften kann. Insbesondere auch hat das Unternehmen auch mit dem Rückzug aus dem deutschen Markt, eben mit Food Panda wieder und auch in der Firmenzentrale Mitarbeiter entlassen. Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass das Geschäftsmodell, so wie es bisher betrieben wurde, nicht zukunftsfähig zu sein scheint. Vom einstigen Ruhm ist also nicht mehr ganz so viel übrig. Was sind denn allgemein die Probleme und inwiefern drückt auch die Inflation die Stimmung? Die Probleme teilen sich eigentlich alle Lieferdienste und das ist eigentlich das größte Problem mit den Fahrern. Also wie organisiert man die Fahrer, wie entlohnt man die Fahrer? In den Anfangszeiten waren das ja eigentlich selbstständige Unternehmer, die dann eben pro Fahrt vergütet wurden. Man hatte das dann umgeschaltet zu eigenen Mitarbeitern. Damit ist aber auch der Kostenblock deutlich gewachsen. Und im Moment ist es eben für alle Lieferdienste sehr schwierig, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die für die Fahrer okay sind und ein Gehalt zu zahlen, was über Mindestlohn ist und eben auch ein Auskommen für die Fahrer letztendlich bedingt. Das ist eines. Das zweite ist die Logistik, insbesondere wenn wir jetzt über die Quick-Commerce-Unternehmen sprechen, die eine eigene Lagerhaltung haben. Das ist schwierig vor Ort. Deswegen setzt Lieferando eben auch auf Partnerschaften und liefert aus den bestehenden Filialen von beispielsweise Mediamarkt, Tegut, Spar oder anderen aus. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Dann schauen wir am Ende noch mal ganz kurz auf dieses neue Liefermodell und inwiefern das jetzt auch Konkurrenz sein könnte für zum Beispiel Amazon, die ja auch dafür bekannt sind, alles recht schnell auszuliefern. Ich glaube, dass es keine ernsthafte Konkurrenz jetzt für Amazon ist. Das Geschäftsmodell ist ein gänzlich anderes. Dieses Quick-Commerce-Thematik zielt auf die sofortige Verfügbarkeit. Das ist ein vergleichsweise kleiner Prozentsatz. Wir wissen von den Konsumenten, dass sie Lieferzeiten zwischen 1 und 3 Tagen durchaus tolerieren, wenn es denn dann sicher geliefert wird. Länger wird ein Problem, aber die allerwenigsten Kunden legen wirklich Wert darauf, innerhalb der nächsten Stunde oder der nächsten 10 Minuten, 20 Minuten etwas geliefert zu bekommen. Die Geschäftsmodelle unterscheiden sich daher, die Märkte sind deutlich unterschiedlich und Amazon hat eine gute Logistik, liefert taggleich zum Teil aus, aber auf jeden Fall am nächsten Tag für viele der Kernprodukte über das Amazon Prime-Angebot. Ja, dann warten wir mal ab, ob sich dieses neue Liefermodell wirklich durchsetzen wird. Vielen Dank, Herr Funder, für die Einschätzungen. Danke Ihnen. In Bildung investieren, das ist das A und O. Wie oft hat man das von Lehrern oder Eltern gehört? Und keine Frage, damit haben sie recht. Aber was, wenn Bildung teuer und fast unbezahlbar wird? Ein Studium von 10 Semestern kostet zwischen 30.000 und 70.000 Euro. Eine Menge Geld für ein Studium, das ohne finanzielle Unterstützung oft nicht möglich wäre.
Zigtausende Studenten haben sich deshalb Studienkredite bei der KfW besorgt, damals noch zu Zinssätzen von rund 3%. Mittlerweile liegt der Zinssatz aber bei knapp 8%, also mehr als doppelt so viel. Welche Folgen das für viele Studenten hat, das bespreche ich jetzt mit Matthias Anbuhl. Er ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks. Hallo, Herr Anbuhl. Guten Morgen, Frau Beck. Sie beraten ja schon seit vielen Jahren Studenten dabei, wie sie ihr Studium finanzieren können. Haben Sie so etwas wie der Zeit, dass die Zinssätze so stark steigen, schon mal erlebt? Nein, das habe ich noch nie erlebt. Das ist wirklich eine historisch einmalige Situation, muss man sagen. Ein Zinssatz von fast 8% bei dem KfW-Studienkredit hat es noch nie gegeben. Und was noch hinzukommt, ist, dass auch der Zinssatz ja so enorm schnell gestiegen ist. Das heißt, während der Corona-Pandemie war der KfW-Studienkredit ja zinsfrei gestellt. Erst seit letztem Jahr werden wieder Zinsen erhoben und binnen ein Jahres ist der Zinssatz praktisch von 0 auf 8 gestiegen. Das ist in der Tat ein Riesenproblem für Studierende, das ändert ihre Finanzierungsgrundlage über Nacht und für die Studierenden ist das wirklich eine soziale Katastrophe. Ja, Sie stehen ja im engen Austausch mit den Studenten. Was löst das jetzt denn ganz konkret bei den Menschen aus? Das löst Existenzängste aus, das muss man so klar sagen. Wir haben eine Sozialberatung der Studierendenwerke an den Hochschulen. Wir haben noch nie so viele Fälle in der Sozialberatung gehabt und wir haben noch nie so viele Studierende gehabt, die wirklich große Probleme mit dem KfW-Studienkredit haben. Die ganze Finanzierung bricht zusammen. Ich will das mal anhand eines Beispiels erläutern. Ein Drittel aller Studierenden hat 800 Euro im Budget ungefähr im Monat. Davon muss das WG-Zimmer bezahlt werden, im Schnitt bundesweit 400 Euro. Davon müssen die Lebensmittel, die Ernährung bezahlt werden. Auch da sind die Preise ja stark gestiegen. Und jetzt kommt auf einmal eine Zinszahlung dazu, teilweise von 100 bis 200 Euro im Monat. Das bringt die gesamten Etat ins Wanken durcheinander und das führt zu wirklich blanken Existenzängsten, ein bisschen zur Furcht vor Privatinsolvenz bei den Studierenden. Mhm. Dabei hat die KfW ja nie wirklich ein Geheimnis daraus gemacht, dass die Zinssätze variabel sind. Aber warum bringt dieser Zinsanstieg die jungen Menschen dann trotzdem jetzt in solche Bedrängnissituationen? Ja, ich glaube auch, dass die Studierenden schon einkalkuliert haben, dass die Zinssätze variabel sind, dass die Zinsen auch steigen können und insbesondere, dass nach der zinsfreien Phase sich die Konditionen verschlechtern können. Viele Studierende haben da auch einen Puffer eingeplant. Nur die meisten Studierenden haben sich auch die Entwicklung der Zinsen in den letzten 15 Jahren angeschaut und haben gesagt, okay, das hat sich immer in einem gewissen Rahmen bewegt. Aber sie haben eben nicht gedacht, dass innerhalb eines Jahres wirklich so dermaßen der Zinssatz explodiert. Und das bringt die Studierenden eben in die Verlegenheit. Die meisten Finanzexperten und Ökonomen haben es ja auch nicht prognostiziert, muss man fairerweise sagen. Ja, die Zinsen der KfW-Kredite, die sind analog zum Leitzins gestiegen. Wenn der Leitzins jetzt im September möglicherweise noch ein weiteres Mal angehoben wird, werden die Kredite dann noch mal teurer für Studenten? Also sehen Sie mir nach, dass ich mich mit Zinsprognosen und Finanzprognosen etwas zurückhalten möchte an dieser Stelle. Aber in der Tat ist es so, der KfW-Zins, also für den Studienkredit, ist an den Euribor gekoppelt. Und wenn der steigt, ist es nicht ausgeschlossen, dass eben auch die Zinssätze für die Studienkredite weiter steigen. Klar, das ist eine Entwicklung, die droht. Welche Möglichkeiten haben Studenten denn noch? Bieten auch andere Banken Studentenkredite an? Ja, es gibt auch Bildungskredite nicht nur von anderen Banken, auch von anderen Einrichtungen. Die Studierendenwerke bieten zum Beispiel Darlehen an. Die Studierendenwerke in Nordrhein-Westfalen haben eine Darlehenskasse, wo es zinsfreie Darlehen ergibt. Es gibt Bildungskredite des Bundes auch noch mit unterschiedlichen Zinssätzen. Da muss man sich sehr genau anschauen, was sind das für Angebote und an welche Zielgruppe richten die sich. Manchmal sind es Angebote für Überbrückungs-, Zwischen- oder Abschlussfinanzierung. Wie sind die Konditionen da? Ich würde jedem Studierenden raten, der auf die Idee kommt, zu sagen, ich muss ein Darlehen nutzen. Nutze das erst, wenn eigentlich alle anderen Stricke, sprich Familie, Job und auch BAföG gerissen sind und geh vor allen Dingen zur Sozialberatung vor. Nochmal schau das Budget, prüfen Sie das Budget genau und gucken Sie, welches Angebot für Sie passend ist. Eine andere Möglichkeit für Studenten an finanzielle Unterstützung zu kommen ist auch BAföG, aber auch da soll gekürzt werden. Nach dem Plan von Christian Lindner sind 2024 500 Millionen Euro weniger vorgesehen als im jetzigen Jahr. Wird da nicht vollkommen an der falschen Stelle gespart?
Also es wird an der vollkommen falschen Stelle gespart. Ich muss sagen, die BAföG-Sätze werden nicht gekürzt. Die sind ein Rechtsanspruch. Es geht darum, dass der Haushaltsansatz fürs BAföG gespart wird. Und das ist ein Problem, weil wir haben das BAföG eigentlich als Herzstück der staatlichen Studienfinanzierung mit guten Konditionen. Die Hälfte ist ein Zuschuss, die Hälfte ist ein zinsfreies Darlehen, gedeckelt auf 10.000 Euro. Wesentlich bessere Konditionen als bei Studienkrediten. Nur hat man das BAföG in den letzten Jahren nicht ausreichend gepflegt. Das heißt, die Bedarfssätze für die Grundnahrungsmittel, für das Wohnen, wurden eben nicht an die Einkommens- und Preisentwicklung angepasst. Die Zugangsvoraussetzungen wurden nicht modernisiert. Die Elternfreibeträge, die darüber entscheiden, bekomme ich überhaupt BAföG, wie hoch ist mein BAföG, das ich bekomme, wurden auch nicht an die Einkommensentwicklung angepasst. Und das führt dazu, dass es jetzt die BAföG-Sätze zu gering sind und zu wenig Studierende BAföG bekommen. 2012 waren es noch 30% der Studierenden, jetzt sind es 11%. Die Regierung hat eine Trendwende versprochen, hat gesagt, wir wollen eine Reform machen, wir wollen die Sätze erhöhen und wir wollen die Zahl der BAföG-Empfängerinnen erweitern. Aber mit diesen Haushaltskürzungen, die jetzt Christian Lindner plant von 500 Millionen Euro, lässt sich das alles nicht mehr finanzieren. Und deswegen appellieren wir ans Parlament, diesen Fehler zu korrigieren und wirklich das BAföG zu stärken. Die Studierenden brauchen das. Ja, welche Auswirkungen wird das haben, wenn auf der einen Seite weniger Menschen BAföG erhalten werden oder sollen und auf der anderen Seite die KfW-Kredite teurer werden? Ja, das ist eigentlich für die Studierenden eine toxische Mischung, weil jenseits der Eltern und der Nebenjobs fehlen denn wirklich die Finanzierungsinstrumente weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch das BAföG erhöht, dass man hier wirklich eine kraftvolle Reform angeht. Denn unser Land braucht doch die Studierenden, sie braucht die Absolventen. Wir suchen händeringend Fachkräfte, Informatiker, Ärzte, Lehrkräfte. Und das kann man eben nur erreichen, wenn man wirklich auch die Leute zum Bildungsabschluss bringt und hier in Bildung investiert. Und wenn nicht agiert wird, haben Sie dann die Sorge, dass es in Zukunft weniger Studenten geben wird? Wenn nicht agiert wird, habe ich die Sorge, dass es weniger Studierende, weniger Hochqualifizierte geben wird im Inland. Und ich habe auch die Sorge, dass es mehr Studienabbrüche wegen Geldmangels gibt. Und deswegen ist es ganz wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, dass man hier investiert. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass eine Regierung, die sich selbst ja das Etikett der Fortschrittskoalition gegeben hat, gerade an einem zentralen Element der Bildungsgerechtigkeit sparen möchte. Nein, wir haben es gerade gehört, Bildung ist das A und O. Vielen Dank, Herr Anbul, für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank, Frau Beck. Wir haben es gerade gehört, auch für Studenten sind das gerade keine leichten Zeiten. Vieles ist teurer geworden, Lebensmittel, Nebenkosten, das WG-Zimmer und jetzt auch noch die Studentenkredite. Geld zu sparen oder für wichtige Anschaffungen zurückzulegen, ist da oft nicht mehr möglich. Wie sich das ein oder andere Problem aber durch Finanzbildung möglicherweise aus dem Weg räumen lässt, darüber spreche ich jetzt mit Sven Schumann. Er ist unter anderem Co-Vorsitzender des Bündnis Ökonomische Bildung. Hallo, Herr Schumann. Hallo. Wie bewerten Sie denn den aktuellen Stand der Finanzbildung hier in Deutschland? Ja, zunächst mal hängt es sehr vom Zufall ab, ob ich Finanzbildung in Deutschland erfahre. Es hängt nämlich davon ab, in welches Elternhaus ich geboren werde, weil oft die Eltern in der Verantwortung sind. Das liegt daran, dass Finanzbildung in der Schule oft nur in homöopathischen Dosen unterrichtet wird. Und da kommt wieder der Zufall ins Spiel, in welchem Land bin ich gerade geboren, in welchem Land gehe ich in die Schule, ja, und in welche Schule gehe ich. Das spiegelt sich dann natürlich wieder, wenn man Finanzwissen misst. Und das tut man vor allen Dingen gerne auch in langfristigen Studien, die immer wieder gemacht werden, wo man dieselben Fragen stellt. Und was man dort sieht, ist, dass eben das Finanzwissen mit einer negativen Tendenz nach unten geht. Ja, wie misst man denn aber eben diese Finanzbildung? Woran lässt sich erkennen, ob jemand Finanzkompetenz besitzt oder eben nicht? Es gibt da standardisierte Fragen. Die Europäische Kommission hat beispielsweise auch gerade eine große Studie veröffentlicht. Da hat sie 5 Fragen zum Finanzwissen gestellt. Die sind recht einfach gehalten. Also da geht es um die Frage und das Verständnis von Risiko oder Zinseszinseffekten. Und welchen Unterschied gibt es denn da auch hier in Deutschland immer noch zwischen Frauen und Männern? Oder ist der Unterschied gar nicht mehr so groß, wie wir oft denken? Also in der Kompetenz lässt sich kein Unterschied zwischen Frauen und Männern feststellen. In der Regel erfahren die dieselbe Bildung oder auch nicht, wie ich gerade festgestellt habe. Es ist eher der Zugang zu dem Thema, also die Motivation, die bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Männer sind ja eher sehr selbstbewusst und gehen da ran und wollen schnell reich werden. Frauen sind da eher etwas risikoaverser und brauchen vielleicht die ein oder andere Motivation mehr als Männer. Inwiefern beeinflusst aber vielleicht auch das Gefühl, dass man sich damit nicht auskennt, also dass die Eigenwahrnehmung solche Ergebnisse am Ende?
Ja, die Eigenwahrnehmung ist sehr wichtig. Wir haben beispielsweise vor einiger Zeit mal eine Studie gemacht mit der Frankfurt School of Finance and Management, wo wir gezielt Nicht-Aktionäre gefragt haben, warum sie denn nicht in Aktien investieren. Was rausgekommen ist, dass die Finanzkompetenz gar nicht so schlecht war, der Studienteilnehmer, aber dass die Erwartung, was sie wissen müssen, um am Kapitalmarkt partizipieren zu können, eine völlig übertriebene war. Im Vergleich mal mit dem Autofahren. Menschen haben gedacht, um Auto fahren zu können, müssen sie wissen, wie der Motor funktioniert. Und da wissen wir alle, dass es nicht der Fall ist. Also die Eigenwahrnehmung beeinflusst es doch sehr stark. Ja, das haben wir eben in einer neuen Studie auch gerade gelesen, dass viele Menschen sich gar nicht an das Thema Finanzbildung herantrauen, weil sie eben nicht genug Geld besitzen. Dabei ist das doch eigentlich der falsche Trugschluss, oder? Ja, also was ist genug an dieser Stelle? Es gibt natürlich Untersuchungen auch der Banken, die sich mit den Konten ihrer Kunden beschäftigen, wo sie sehen, dass da am Ende des Monats nicht mehr viel übrig bleibt. Aber im Hinblick auf, sag ich mal, die Vorsorge auch für das Alter, ist doch jeder gezwungen, heute Privatvorsorge zu betreiben. Und es hängt dann von der individuellen Finanzplanung ab und von den individuellen Prioritäten, ob ich nun für Konsum weiter ausgebe oder in die Zukunft, für die Zukunft spare. Mhm. Ja, Deutschland belegt im internationalen Vergleich in puncto Finanzbildung oft die hinteren Plätze. Wie erklären Sie sich das und was machen andere, vor allem auch europäische Länder, anders? Also ich hatte ja schon eine jüngere Studie der Europäischen Kommission kurz erwähnt. Da ist Deutschland gar nicht so weit hinten. Also wir schneiden da im oberen Drittel ab. Da sind Fragen gestellt worden zum Finanzwissen, aber auch zum Finanzverhalten. Und aus diesen beiden Ergebnissen wurde ein Index berechnet. Da liegt Deutschland auf Platz 5. Was aber auffällt, ist, dass die Länder, die sich sehr intensiv seit vielen Jahren um die Finanzkompetenz ihrer Bevölkerung bemühen, nämlich als Beispiele zu nennen die Niederlande oder auch Schweden, die schneiden deutlich besser ab als Deutschland und sind auf den ersten beiden Rängen. Also hier gibt es nationale Strategien mit einem, sag ich mal, auch prominenten Persönlichkeiten wie in den Niederlanden die Königin Maxima, die sich als Ziel gesetzt hat, ihre Landsleute finanziell fit zu machen. Und wie erreicht denn diese Königin die jungen Menschen am Ende? Über Social Media möglicherweise? Möglicherweise über Social Media, aber in dem Moment, wo so eine nationale Strategie gelauncht wird, läuft natürlich viel an Kommunikation außenrum. In Deutschland hat man jetzt angefangen, als eines der letzten Mitgliedsländer der OECD auch eine nationale Strategie für Finanzbildung zu entwickeln. Da hat das Bundesbildungsministerium macht jetzt gemeinsame Sache mit dem Bundesfinanzministerium und die ersten vorbereitenden Maßnahmen laufen gerade. Also ich bin da guter Dinge, dass wir bald auch so eine nationale Finanzbildungsstrategie haben, die in der Breite, nicht nur bei Jugendlichen, sondern wirklich von jung bis alt Finanzkompetenzen erzeugt. Wie sieht denn diese Strategie hier für Deutschland ganz genau aus und welche Rolle spielt möglicherweise auch ein Finanzschulfach? Also die Strategie hat drei Säulen. Man möchte tatsächlich prüfen, wie man das Thema auch im regulatorischen Rahmen verankern kann. Braucht man möglicherweise eine Gesetzgebung? Schwierig, weil das Bundesbildungsministerium natürlich keine Regelungskompetenz hat, was Schulen angeht. Man möchte eine Plattform schaffen, über die Finanzbildungsangebote abgerufen werden können. Und man plant, das Ganze messbar zu machen durch begleitende Studien. Ein Schulfach ist immer eine gute Lösung, so der Reflex, sage ich mal. Es geht aber auch, indem diese Inhalte, Finanzbildungsinhalte oder auch breiter gedacht wirtschaftliche Inhalte in Kombinationsfächern unterrichtet werden. Beispielsweise in der Kombination mit Politik oder Recht, wie das in Deutschland sehr häufig aufgesetzt ist. Wichtig ist, dass die Inhalte hinreichend und verpflichtend in diesen Fächern verankert sind und dass die Lehrkräfte entsprechend fachwissenschaftlich und fachdidaktisch ausgebildet werden. Und wenn nicht genug getan wird, welche Folgen hat das dann für Menschen, aber auch für gesamte Gesellschaften, wenn Finanzbildung eben nicht vorhanden ist? Eine nicht vorhandene Finanzbildung führt unter Umständen zu finanziellem Stress. Das hat gesundheitliche Folgen, die sich auf die gesamte Gesellschaft auswirken. Konkret kann das zum Beispiel bedeuten, dass ich, wenn ich nicht genug Vorsorge betreibe, vielleicht auch für meinen Ruhestand, dass ich in die Altersarmut rutsche. Und was das bedeutet, das braucht man nicht zu erläutern. Ja, die Folgen wären fatal. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schumann. Hoffen wir, dass da viel passiert in den nächsten Jahren. Herzlichen Dank. Wir schauen jetzt noch mal auf den DAX, wie der in den Tag gestartet ist. Gestern war er den ganzen Tag über im Minus. Heute startet er mit einem Plus von 0,8%.
Gestern gab es einen Rückgang bei der Inflation von 6,4% auf im Juli 6,2%. Doch das hat wenig Euphorie ausgelöst. Sehr gespannt wartet man hier auch auf die Inflationsdaten aus den USA am Donnerstag. Die dürften ein erstes Signal geben, in welche Richtung die Zinspolitik der Fed in Zukunft geht. Ob es vielleicht auch zu einer Zinspause kommt. Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden auf tagesschau.de. Tagesschau 24 und unseren Radiowellen. Morgen sprechen wir dann über die Immobilienpreise und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Tschüss.